Weiter geht's mit einem weiteren Part von Pokémon Kolosseum. Und jetzt bin ich hier in diesem Underground. Ich werde mal mit dir sprechen. Komm zum tiefen Kolosseum, wirst du in die Knockout Challenge eintreten? Ja, werde ich. Ja. Und was genau hier jetzt passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Okay, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Wer ist das? Okay, es ist nicht die Queen. Wahrscheinlich muss man noch gegen mehrere antreten. Wieder mal die Sprites im Hintergrund. Level 60? Komme ich damit zurecht? Wird schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich werde jetzt erstmal alle Parts aufnehmen, bevor ich wieder neue hochlade. Damit sich das nicht so sehr noch zieht. Also, es zieht sich natürlich gleich, aber dass nicht immer so alle paar Wochen ein Part kommt, das ist dumm. Was mache ich denn da jetzt mal am besten? Machen wir mal so. Okay, es zieht nicht viel ab, das ist schlecht. Ja! Gut. Es hat ja irgendwie. Es hat irgendwie gerade eine Attacke aufgeladen. Die ich jetzt zum Glück nicht einsetzen kann, weil es paralysiert ist. Und zu langsam ist. Oh, nass lief. Nee, ich mach lieber. Ich bleib lieber bei dem System. Okay, jetzt flincht. Das ist schlecht. Das müsste überleben? Ja, easy. Body Slam, nochmal auf das. Das müsste reichen eigentlich. Rubius ist raus. Und Nasleaf ist auch raus. Und schon geht's zum nächsten Gegner. Ja, ich weiß. Ziemlich lange schwarz. Battle 2. Jetzt wir gegen den Buddy-Builder. Okay. Und der Kampf geht los, gut. Oh, das ist schlecht. Da nehme ich Megani lieber. Oder? Ja, ich wechsle lieber raus. Ach ja, hier. Komm an. Ja, da eignet sich Quacksilver sehr gut. Fight. Psybeam auf. Was? Schade, dass ich hier Molot nicht vorne habe. Und es überlebt natürlich. Okay, und es reicht direkt, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist natürlich raus. Für Hariyama wird es wohl nicht reichen, oder? Das sieht ja gar nichts ab. Aber nächste Runde. Denn Psybeam ist sehr effektiv. Gut. So, das hätte ich dann mal gewonnen. Kann ich hier kurz was einstellen? Ja. So.
Und auf geht's zum nächsten Kampf. Halbfinale ist das, okay. Ich nehme heute auch zum ersten Mal nicht mit Audacity auf, sondern in OBS. Da kann man ja auch so Effekte in Echtzeit drauf machen. Oder vielleicht werden die auch erst danach eingefügt, aber ich glaube, die werden in Echtzeit verwendet. Das ist ganz praktisch. Weil ich jetzt halt nur eine Datei habe, statt zwei. Das mache ich hier mal. Nochmal auswechseln. Na komm. Da kann ich jetzt schlecht Psybeam einsetzen. Magic Code. Das war ein schöner Effekt. Das habe ich gerade eingesetzt, Surfer. Ja. Und nochmal Return. Das müsste reichen. Kann man die Animation ausmachen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal geguckt. Weil ich mache in den normalen Pokémon-Spielen die Animation immer aus. Das ist halt deutlich entspannter. Damit hat man wirklich die Spiele 10-mal schneller durch. Als wenn man da jedes Mal diese. Ah, Käfer. Ach, ich probier's mal aus. Ja, ich glaube, es war andersrum sehr viel. Ja. Ja, es war andersrum. Dotri kann also doch fliegen. Okay, dann muss ich Ledian jetzt so rausnehmen. Das sieht so bescheuert aus. Aber jetzt weiß man wenigstens, wie es fliegt. Das war in der ersten Generation lustig, dass Dotri und ich glaube Dodo auch fliegen lernen konnten. Aber Glurak nicht. Wahrscheinlich fanden die das doof, dass es mit dem Starter dann. Aber ist auch egal. Und jetzt gegen die Königin. So, treffen wir uns erneut. Diesmal kannst du mir nicht entkommen. Oh Mann. Explode und ja, sein Kapaloris darf nicht fehlen. Habe ich ein Feuer-Pokémon? Ach ja, Entei. Ach nein, Kapaloris ist ja. Nee, es lohnt sich gar nicht mal so sehr. Ich nehme mal lieber zuerst hier Explode raus. Ich glaube, das könnte gefährlicher werden. Solarstrahl. Ah, Solarstrahl ist jetzt halt so eine Attacke. Ja klar, es ist eine Attacke. Eben, man muss eine Runde warten. Ich weiß halt nicht, ich müsste Sunny Day. Naja, mach Sunny Day weg. Habe ich sowieso noch nie eingesetzt. Ist zwar total bescheuert, aber ist mir jetzt auch egal. Wenn er sowieso seinen Regentanz einsetzt, dann bringt das in dem Kampf jetzt nichts. Nehme ich zuerst das Stärkere raus. Das vermeintlich Stärkere. Ah, das reicht leider nicht. Eine Hydro-Pumpe kann er halt nur auf Psyana gehen. Aber sie fokussen Psyana ziemlich. Ja, natürlich scheinen diese. Ah, das ist gemein.
Okay, dann nehme ich das erstmal raus. Ja, ich... Aber kein Käfer-Pokémon. Ist was anderes außer Käfer noch effektiv? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Feuer geht nicht. Unlicht. Ja, ich nehme mal Metagross rein. Auch wenn es jetzt nicht wirklich sehr effektiv dagegen ist. Aber Hauptsache, ich gewinne. Ja, ich würde ja Bodies Razor Leaf einsetzen, aber es ist halt die Pflanze und das bringt mir rein gar nichts. Mach mal so. Und das ist fast One-Hit. Komm, bitte geh nicht auf... Ich habe zwar Vertrauen in mein Team, aber... Vertrauen ist keine wirkliche Grundlage, auf die man seinen Erfolg aufbauen sollte. Nochmal bis... Komm, bitte überlebe es einfach. Ja. Ja, es trifft einfach nicht. Gut. So, was hat er noch? Amaldo. Ach ja, stimmt. Käferwasser, oder? Oder was? Käfergestein? Ich hab's da sogar Käfergestein. Okay, Stein. Mache ich jetzt mal am besten. Wobei Amaldo sehr stark ist. Ich werde mich wohl auf Amaldo konzentrieren. Ah, ich weiß nicht, ob. Mal. Ja, ich mach's einfach mal. Das sieht ja gar nichts ab, fällt mir gerade ein. Oh Mann. Ach, der Regen war vorbei. Aber zum Glück treffe ich. Bei meinem Glück... Oh, es hat sich doch getroffen. Ich würde sagen, bei meinem Glück trifft es sich bestimmt nie selbst, sondern immer nur mich. Aber nein. Ah, ich habe halt nichts gegen Amaldo gerade. Kannst du es nochmal so probieren? Ah, es ist nix. Us, lol. Okay. Ja, ich muss noch mal kurz gucken, was ich noch im Team habe. Ach komm. X-Defense, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich dachte, mein... Ja, das heilt ja gar nichts. Das hätte ich mir sparen können. Ja, komm. Das hätte ich mir echt sparen können, wenn das nur 60 KP heilt. Oder noch weniger sogar. Bescheuert. Ich hoffe einfach, dass es reicht. Aber es reicht nicht. Ah, Mist Aero. Geht sogar vom Schaden her. Oh Mann. Oh Mann. Es ist kein One-Hit, aber es ist wieder voll geheilt. Ich verliere, glaube ich. Ja, aber warum macht es die Attacke denn jetzt erst? Achso, nee, das ist halt ja mein. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder Gigatrain machen. Ja. Um den jetzt mal standzuhalten. What the fuck?
einfach. Und es reicht. Ja, du bist Typ Pflanze, wird es halt wieder kompensiert. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Razor Leaf und nochmal. Ja, mach schon das gleiche einfach. Ja, das war dumm. Aber es reicht trotzdem. Das scheint doch Typ Käfer Wasser zu sein, oder? Ach, ich kann mir das nicht merken, was Amaldo für ein Typ ist. Ja, Amaldo muss ich immer an die Bonus-Episode denken. Mit Fluff und Luff. Ich bin der Champion. Okay, soll ich jetzt nochmal mitmachen? Ich guck nochmal, was mir hier geschrieben wurde. Deep King. This is Ned. I heard you've gone to the Deep Colosseum. I heard a rumor about it. There's supposed to be a seriously tough trainer who goes by the name of Deep King. I wonder what Pokemon he uses. Das hätte ich den nächsten Part übernehmen. Und dann bis zum nächsten Part von Pokémon Colosseum.